Willkommen zurück zum Let's Play Pokémon Feuerrot Edition mit mir, Aenogard. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben vor der Pokéliga. Aber wir werden diese Pokéliga jetzt noch nicht betreten, weil wir wollen vorher noch den Zusatzteil machen, den wir auf der Zinnoberinsel übersprungen haben. Weil sonst hätten wir auch direkt ein Let's Play Pokémon Blau und Rot machen können. Weil das ist eigentlich das Besondere hier an dieser Edition halt. Deswegen machen wir es. Ah ja, vielleicht klinge ich eventuell etwas nasal. Was auch nicht, dass meine Nasenmutter etwas zu ist. Ich hoffe, das stört jetzt keinen. Also, wir müssen jetzt erstmal den Bill hier ansprechen. Was haben wir denn für Pokémon? Das müssen wir ein bisschen mehr trainieren. Mal schauen. Du hast mich warten lassen. Bist du bereit, nach Island 1 aufzubrechen? Ja. Na gut, Leine los. Juhu, wir fahren auf See, wir fahren auf See, oder? Ach, egal. Scheint, dass das Schiff von meinem Freund auch angekommen ist. Was für ein Zufall. Er ist extra zur Zinnoberinsel geschickt, um mich abzuholen. So ein Zufall, aber echt. Naja. Ja. Wir sind da, das ist Island 1. Hier gibt es mehrere Inseln und diese hier ist eine davon. Mein Freund Celio per Schiff geschickt, um mich abzuholen. Er ist ganz alleine für das PC-Netzwerk auf der Insel zuständig. Warum ich das erzähle? Lass uns zu Celio gehen. Boah, ist das ein großes Pokémon-Center. Was ist denn da? Nee, ist ein Pokémon-Center. Cool. Hallo, Celio. Bill, ich kann nicht glauben, dass du hierher kommst. Selbstverständlich, was macht deine Forschungsarbeit? Oh, warte mal. Ananas, das ist mein Freund Celio. Er ist ein passionierter PC-Maniak, so wie ich. Celio, das ist Ananas, ein aufstrebender Trainer auf dem Weg zum Pokémon-Champ. Ich überlege gerade, wie lustig das gewesen wäre, hätten wir zuerst die Pokémon-Liga gemacht. Das ist beeindruckend. Es tut mir leid, aber ich habe nichts für das Kämpfen übrig. Egal, freut mich, dich kennenzulernen. Was gibt's Neues? Was macht deine Maschine? Sie läuft gut, aber wir sind einfach zu weit entfernt. Zwischen den PCs auf dieser Insel und deinen kann keine Verbindung hergestellt werden. Oh, wirklich? Lass mich mal sehen. Moment noch. Ich denke, wir kriegen das hin. Darf ich dir helfen? Ananas, darf ich dich bitten, vor der Tür auf mich zu warten? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Die Nachbarinsel heißt Island 2. Wie kreativ. Dort gibt es jemanden, der die Spielhalle betreibt. Er hat dieses Fabel für seltene Steine und Juwelen. Wir bleiben in Kontakt. Darf ich dich bitten, diese Meteoriten zu ihm zu bringen? Cool, wo hast du den her? Garantiert geklaut. Ananas, nimm dies mit, wenn du nur Island 2 gehst. Triebpass erhalten. Wahrscheinlich auch noch für Island 3, ne? Es ist ein Pass für die Fähre, zwischen den Inseln fährt. Dann kannst du Island 1, 2 und 3 bereisen. Ja. Oh, das kannst du auch gebrauchen. Die Karte wurde erweitert. Ich bin gerade gegen das Mikro gekommen, Entschuldigung. Ich treffe dich später. Richte den Typen einen Gruß von mir aus. Aha. Ist ja ultra interessant. Wir können jetzt echt nicht darauf zugreifen. Die normalen PC-Dienste sind nicht verfügbar. Ja. Tatsächlich. Gibt es hier irgendwas Besonderes, Mann? Ich habe hier so selten schon bis jetzt gespielt. Glühweg. Ah, Glühweg. Aha. Ja, dann gehen wir mal auf Island 2 und kümmern uns mit Seesprint Tempo 2 um den Job. Yeah, Island 2. Dann zerschneiden wir mal, wohin das auch mal fühlen mag. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Eilande bis jetzt immer so selten gemacht. Beleber. Immerhin. Dass ich gar nicht weiß, was hier alles so auf uns zukommt. Aha. Da ist ein Spiel. Das sieht zumindest so aus. Entertainment and Snacks. Action Pool in der Spielhalle. Yay. Aber wo ist Irma heute? Glauben, diese Zeit bringt sie mir immer mein Mittagessen. Bist du Irma? Du da, bist du ein Freund von Irma? Hast du Irma gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie sollte hier vor langer Zeit vorbeigekommen sein. Irma ist süß. Sie sieht mir ähnlich. Was ist süß und hier ähnlich sehen? Was wäre, wenn meiner Irma etwas zugestoßen ist? Bitte hilf sie zu finden. Bitte suche auf Island 3 nach ihr. Ja, das ist die Spielhalle. Wie tief kann man denn noch sinken? Diese Narren. Sie sagten, sie wollen auf der Insel warten. Also, wo sind sie? Hey, du, ist das hier das einzige Island 3?
Versuch aufzuwachen, bevor du aus dem Bett kriegst, du Hallodri. Das ist Highland 2. Beweg dich und nimm deine Dreckschleuder vom Motorrad mit. Hä? Oh, hab dich. diese Inseln sind verwirrend. Und das war sehr verwirrend. Seh dir das nur an. Hallodri hat meinen Teppich abgenutzt. Tja, wenn man mit dem Motorrad reinkommt, ist sowas recht normal. Naja. Auf jeden Fall müssen wir jetzt auf die einzige Island 3, was einzigartig ist. Ich meine, wer kann sich nur so kreative Namen ausdenken? Seesprint Tempo 2 nach Island 3. Yeah. Oh, Motorradfahrer. Ach ja, komm, lassen wir mit Pfeil mal dagegen kämpfen. Nicht? Hey Lady, hast du mal einen Pokédollar? Ja, wer bist du? Ich rufe die Polizei. Hallo. Wir sind der Motorradfluss aus Kanto. Töff. Motorrad hat einen kleinen Mein Motorrad hat einen kleinen Motor. Da muss ich die Geräusche selbst machen. Oh Gott, das ist das erbärmlich. Und du? Yippie, von diesem Tag an gehört ihn zu uns. Bist du der Boss? Geh sofort zurück nach Kanto. Ich bin gerade hier angekommen. Was soll diese feindselige Einstellung? Das ist so abweisend von dir. Denn Anhänger haben mit ihren Motorrädern alles verwüstet. Hast du eine Vorstellung, wie viel Ärger sie uns auf dieser Insel gemacht haben? Nein, ich kapiere es nicht. Seh dir das an. Was machst du, um dich zu amüsieren? Du sollst uns dankbar sein, wenig Schwung in dieses verschlafene Nest gebracht zu haben. Aber wenn du willst, wir verschwinden, dann tu doch etwas. Grr, du Feigling, im Rudel so stark. Was nutzt du so? Das ist aber nicht sehr höflich. Hast du mir vielleicht etwas zu sagen? Ja. Ey, dein Mut gefällt mir. Du wirst Geld an mich verlieren. Nein, umgekehrt. Du schenkst mir nachher dein Geld freiwillig. Ah, man merkt schon, ich werde langsam heißer. Oh Gott. Bikerschläger. Das ist ein Hammername. Also mein Kind nenne ich auf jeden Fall auch später Schläger. Oh Gott, ich glaube, das wird so geschlagen, wenn in der Schule. Oh, auch so stark sind die Pokémon nicht. Das ist schön. Body Slam ist stärker als Stärke, das habe ich mir gemerkt. Reicht aber trotzdem nicht auf, um es zu besiegen. Eine Rauchwolke. Macht nichts, wir treffen garantiert eh nicht. Doch, wir treffen, unglaublich. Wir können natürlich jetzt wieder unser Rosanna hochpushen. Aber das wäre auch irgendwie langweilig, weil wir müssen ja unsere anderen Pokémon irgendwie trainieren. Body Slam. Ja, trifft jetzt nicht. Ah, Mist, das ist natürlich doof. Säurepanzer wird die Verteidigung stark. Body Slam. Ah, okay. Und das senkt die Verteidigung stark. Ist natürlich auch klasse. Body Slam trifft und damit ist K.O. Na, geht doch. Ja. Was ist das für ein Kind? Da, ich schenke dir jetzt das Geld. Haha, sag ich doch. Ach, wage es nicht zu lachen. Bist du nicht aus Kanto? Sollst auf unserer Seite sein. Das hier ist doch auch Kanto, oder nicht? Naja, egal. Ach nee, das hier sind ja die Eilanden. Oh, noch ein Schläger. Heißen die alle Biker-Schläger, oder was? Mann, da war Nintendo mal wieder sehr kreativ. Body Slam. Das ist eh nicht besiegt. Das war jetzt irgendwie blöd. Eine Rauchwolke. Ja. Ich bin etwas müde. Liegt garantiert nicht an der Uhrzeit. Ja klar, unsere Attacke geht natürlich daneben. Stärke nochmal. Ja, voll, triffst jetzt wenigstens. Gut, sehr, sehr gut. Hör auf herumzualbern. Tu ich doch nicht, du alberst herum. Du verlierst, nicht ich. Was ist los mit dir? Worum regst du dich so auf? Du bist sowas von uncool. Wir haben den Boss hier eingeladen, aber du müsstest es vermasseln. Aber du musstest es vermasseln. Du hast uns lächerlich gemacht. Nee, das macht ihr schon selber. Dafür brauche ich nichts machen. Und noch ein Schläger mit einem Slimer. Hier setzen wir direkt die Stärkeattacke ein. Ist einfach sinnvoller. Ja, vor allem wenn es ein Volltreffer landet, das ist definitiv sinnvoller. Yay.
Punkt, 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 Punkt. Und das Geld. Danke. Boss, du musst etwas gegen dieses Kind unternehmen. Ich habe dich beobachtet und ich würde sagen, dass du genug angerichtet hast. Was bist du? Ihr Freund oder was? Dann musst du an ihrer Stadt gegen mich antreten. An ihrer Stadt gegen mich. Ein Glatzkopf Paul. Ich sag dazu gar nichts. Body Slam. Na, natürlich eine Rauchwolke. Meine Güte, eine Rauchwolke. Ich hasse Rauchwolken. Weil halt helfen die Attacken nicht mehr so genau. Ey, das ist unfair. Wer besiegt es? Klasse. Das ist natürlich super scheiße, weil Smugman hat dadurch jetzt gar keine Erfahrung gegeben. Das finde ich voll unkollegial von dir. Los, Schmusi, mach es platt. Das Slimer. Der setzt fetten Slimer rein. Ja, war halt vorherzusehen bei den Pokémon, die vorher eingesetzt worden sind. Eine Psychokinese. Ja, und besiegt. Unglaublich. Echt unglaublich. Und wir erhalten Erfahrungspunkte. Yeah. Vier Spezialangriffspunkte. Und der hat Floris besiegt. In Ordnung, genug. Wir verschwinden, wie gewünscht. Wir freuen uns schon, den Rest dieser langweiligen Insel zu sehen. Ja, ja, als ob. Denke, wir müssen doch irgendwas finden. Ha, geh nur und häng mit diesen Typen ab. Ey, schenk mir was. Danke, diese Typen haben nur Ärger gemacht. Oder die Pokémon wurden wegen mir verletzt. Ja, danke. Aber hätten wir was Besseres schenken können. Das ist wirklich beeindruckende Pokémon bei dir. Ja, Rosa, wenn jemand wie du hier leben würde, ich glaube, du bleibst wenigstens eine Weile hier. Wie bitte? Du suchst Irma? Ist schon eine Weile her, dass Irma zur Bundbrücke gegangen ist. Ja. Egal, Pokémon Center heilen. So. Nach dem anstrengenden Kampf wieder heilen. Uiuiui. So. Und dann geht's weiter. Haben die was hier im Markt irgendwas was Vernünftiges mal gucken?